herzlich willkommen zu Extra 3. Willkommen zum Irrsinn der Woche. Hallo. Vielen Dank. Dankeschön. Der Tod des russischen Regierungskritikers Boris Nemtsov bewegt die Welt. Viele Russen sind erschüttert. Es gab Kondolenzschreiben. Auch Wladimir Putin hat sein Beileid bekundet. Als erster, schon eine Stunde vor dem Mord. Komisch. Nein, war ein Witz. Aber die Umstände sind durchaus mysteriös. Und die russischen Behörden tun natürlich alles, um diese Tat aufzuklären. Der Fall war direkt Thema in der russischen Ausgabe von Aktenzeichen XY vorgelöst. Was wir wissen, Stand jetzt. Nemtsov befand sich mit seiner ukrainischen Freundin auf einer Brücke beim Kreml. Dort gibt es hunderte Kameras, die die Tat gefilmt haben könnten. Bis jetzt habe ich aber nur die Aufnahmen von einer Kamera gesehen. Und die hat die Tat nicht richtig aufnehmen können, weil zufällig, blöder Zufall, genau in dem Moment ein Räumfahrzeug die Sicht behindert hat. Wenn man das Bild sehr stark vergrößert, kann man den Fahrer des Räumfahrzeuges erkennen. Und nun unsere Frage. Wer kennt diesen Mann? Seine Identität ist leider noch völlig unklar. Wenn Sie diese Person erkennen, schreiben Sie bitte an den Kreml. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 20 Jahren Sibirien ausgesetzt. Nach den Schüssen sah man auf dem Überwachungsvideo einen Mann zu einem weißen Auto rennen und damit sehr schnell wegfahren. Russische Spezialeinheiten fahnden inzwischen nach diesem Mann. Es besteht dringender Verdacht einer Straftat, Geschwindigkeitsüberschreitung in der Innenstadt. Das Fahrzeug hatte übrigens das Kennzeichen M für Moskau und dann WP1. Wofür das steht, WP, weiß ich nicht, keine Ahnung. Darüber auch ein Aufkleber. Ich bremse nicht für Regimekritiker. In Nemtsovs Körper fand man 4 Kugeln. Ich vermute, es war ein tragischer Unfall. Ich glaube, so war es. Ja? Wahrscheinlich ist Nemtsov unglücklich gestolpert und versehentlich in Kugeln reingefallen, die dort noch lagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Nein, ist das nicht unglaublich, was russische Regierungskritiker immer für ein Pech haben? Die haben auch immer ein Pech. Wie verhext die kritische Journalistin Anna Politkovskaya hat leider viel zu spät gemerkt, dass sie die bleihaltige Luft in Moskau gesundheitlich ganz schlecht verträgt. Oder damals der Litwinenko, auch ein Putin-Kritiker mit ganz viel Pech, fährt nach London und trinkt einen Tee, in den russisches Polonium gemischt war. Ja, wie soll der Mann das wissen, dass die Engländer Tee mit Polonium zubereiten? Der dachte, das Gefährlichste in englischen Restaurants wäre die Pfefferminzsoße. Oder Boris Berezovsky wurde 2013 in seinem Badezimmer stranguliert aufgefunden. Da muss er ganz unglücklich mit seinem Schal an der Lampe neben dem Badezimmerschrank hängen geblieben sein. Zack, war es passiert. Furchtbar. Eine Vermutung des Kreml im Fall Nemtsov war ja tatsächlich, ohne Witz, dass die russische Opposition Nemtsov selbst umgebracht haben könnte, um den Verdacht auf Putin zu lenken und ihn damit als Präsidenten zu destabilisieren. Und klar, das kann man sich vorstellen, das ist plausibel. Nicht? Kann man sich gut vorstellen, dass die Oppositionellen sich treffen und genau sowas beschließen. Pass auf, machen wir so, Nemtsov, du bist der bekannteste von uns. Wir bringen dich um, dann stürzt Putin und du wirst Präsident. Was hältst du davon? Und er sagt, geile Idee, genau so machen wir es, Jungs. Es ist alles etwas too much oder es ist alles etwas zu unglaubwürdig. Und das ist übrigens auch genau das, was unsere Fernsehkritikerin Jasmin Wenkemann der Story vorwirft. Nach dem Welterfolg der US-Serie House of Cards kommt jetzt das russische Remake House of Kreml. Auch hier Zentrum der Story, ein machtgeiler Politiker und seine Intrigen. Seine Gegner lässt er wegsperren, wenn er mal einen guten Tag hat. Sonst aber gilt, wer sich ihm in den Weg stellt, lebt gefährlich. Die Serien im direkten Vergleich. Die Kulisse von House of Cards wurde fast detailgetreu übernommen. Dafür wurde beim Drehbuch gespart. Die Story kommt nicht ans Original heran. Reihenweise sterben Regierungskritiker, ohne dass es Konsequenzen gibt. Sehr unglaubwürdig. Die Hauptfiguren, links der charismatische Frank Underwood, rechts der farblose Wladimir Putin. Der eine liebt seine saftigen Rippchen,
Der andere löffelt sein Müsli, das sagt eigentlich alles. Geradezu peinlich, wie gnadenlos House of Kreml ganze Szenen des amerikanischen Vorbilds kopiert. Und dabei nicht nur an der Ausstattung spart, sondern auch an den Komparsen. Fazit: House of Kreml ist ein billiger Abklatsch. Trotzdem sind schon weitere Staffeln in Planung. Jetzt auf gar nicht Netflix. Das war ein Film von Jasmin Wenkemann. Mitte Februar wurde ja schon der Karnevalsumzug in Braunschweig abgesagt. Am vergangenen Wochenende wurde wegen einer erneuten Terrorwarnung die komplette Stadt Bremen abgesagt. Haben Sie die Bilder gesehen? Das war die reinste Hochsicherheitszone. Die Polizei war bis an die Zähne bewaffnet. Selbst die Bremer Stadtmusikanten hatten aufgerüstet. Wobei ich mich immer frage, ist das nicht reine Symbolpolitik? Bringt das wirklich was? Charlie Hebdo, diese Redaktion wurde von der Polizei bewacht, trotzdem gab es da einen Anschlag. Der jüdische Gebetsraum in Kopenhagen wurde von der Polizei überwacht, trotzdem gab es einen Anschlag. Aber in Deutschland ist alles ganz anders. Ja, in Deutschland lassen sich Islamisten selbstverständlich von 2 Polizisten mehr abhalten. Die sagen, nein, die Autobombe vor dem Bremer Rathaus zünde ich nicht. Nee, da ist so viel Polizei. Nein, am Ende kriege ich noch ein Knöllchen. Ich denke, am ehesten würde man Terror verhindern, wenn die in Bremen mit den Terroristen so verfahren wie mit den Fußballfans im Weserstadion. Dann würde man sagen, die können gerne kommen, aber den Polizeieinsatz zahlen die selber. Ja? Dann würden die das nicht mehr machen. Jetzt aber erstmal abgehakt. Hier ist die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Vergessen Sie die Pyramiden von Gizeh, die Ruinen der Inkas. Ein Sensationsfund aus Hamburg stellt das alles in den Schatten. Ein Relikt aus grauer Vorzeit. Der Schadstoffkoloss von Moorburg. In Hamburg ist der erste Block des umstrittenen Kohlekraftwerks Moorburg ans Netz gegangen. Ein monumentaler Schlotgigant, der für den Glanz und Ruhm einer längst vergessen geglaubten Epoche steht. Eine CO2-Schleuder, die niemand mehr haben will. Pro Jahr bläst Moorburg rund 8 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft. Damit wird Hamburgs CO2-Ausstoß fast verdoppelt. Und damit eröffnen sich für Hamburg ganz neue Perspektiven. Aus Hamburger Perspektive nehmen die CO2-Emissionen zu, aber das Klima wird nicht in Hamburg gerettet. Ach so, na dann komm, hau raus den Dreck. Jura für Dummies, Lektion 23, die Wischiwaschi-Erklärung. Für eine Wischiwaschi-Erklärung braucht man einen möglichst schmierigen Angeklagten wie diesen hier. Wenn Sie der Wahrheit eine Gasse bahnen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, und ein Geständnis. Es war der Tag des Geständnisses von Sebastian Edati. Das eigentlich gar keins ist. Edati postet aber gleich danach auf Facebook, nein, ein Geständnis im klassischen Sinne sei das nicht gewesen. Nein, doch. Ist auch völlig egal. Hauptsache, das Verfahren wurde eingestellt und Edati trotz oder wegen Geständnis für unschuldig erklärt. Schön wischiwaschi und am Ende auch noch komplett sinnfrei, irrsinnig, merkwürdig, widersinnig und es ist gegen das Gesetz. War sonst noch was? Ach ja, Fanta feiert Jubiläum und hat sich in einem Internetwerbespot auf seine Entstehungsgeschichte in Deutschland besonnen. Diese deutsche Ikone wird 75 Jahre alt und um das zu feiern, bringen wir das Gefühl der guten alten Zeit zurück. 75 Jahre zurück, warte mal. Ach ja, 1940, die gute alte Zeit. Deshalb auch die braune Flasche, verstehe. Das war abgehakt von Tobias Döll. Wie geht's weiter? Achso, okay. Es geht weiter direkt mit mehr zum Fall Edati. Die Werbung. Na dann. Wenn aus Herrn Edati der nette Onkel Sebastian wird, wenn aus einem kleinen Hobby eine Straftat wird, wenn aus einem Geständnis plötzlich Unschuld wird und aus einer Strafe eine Spende, ja, da sagt man doch, bitte
so ein Shit. Eine Werbung von Henning Nasse. Ja. Der Fall Edati. Dass das Urteil einige Fragen aufwirft und auch einige offen lässt, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wie gerade bei Facebook und Twitter und sonst wo über Edati geredet und gerichtet wird, ich sag mal, von Kopf ab bis Schwanz ab ist ja alles dabei. Da denke ich, wie gut, dass wir ein Volk von 80 Millionen Hobbyrichtern sind, die alle wissen, wie man ihn eigentlich hätte bestrafen müssen. Das tun die Deutschen am liebsten. Bier trinken, Fußball spielen und sich Strafen für Pädophile ausdenken. Interessanterweise sind die Menschen, die Edati teeren und federn wollen, sonst aber eigentlich gegen die Einführung der Scharia. Es gibt halt Leute, die sind noch mehr Bild-Zeitung als die Bild-Zeitung. Und das ist erstaunlich, denn die Bild-Zeitung ist ja selber schon ziemlich Bild-Zeitung. Zum Beispiel, ja, gerade aktuell zur Griechenland-Krise. Ne? Dieses große Nein zu mehr Griechenland-Hilfe, haben Sie auch gesehen. Und dann hier unten keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen. Und oben Aufforderung an die Leser, hochhalten, fotografieren und mitmachen. Ja, Foto machen ging bei den meisten, Arm hochhalten ging bei einigen sogar sehr gut. Es gab aber viel Kritik für diese Kampagne. Kai Diekmann, der Chefredakteur, hat natürlich gleich beschwichtigt und gesagt, wir haben Mitgefühl mit den Leuten, die unter dieser epochalen Krise leiden, die ihre Existenz verloren haben. Unsere Reporter haben immer wieder über die Verelendung eines ganzen Landes berichtet. Ja, kann man so sagen, ne? Zum Beispiel mit sowas hier. Verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Oder vielleicht doch ein Song. Wie wär's mit einem Song? Hier ist ein Song von Dennis Kaub und Jakob Leube. Ich bin Journalist. Deine Mutter ist Journalist. Hallo, Super Diekmann. Springer Taliban. Du schiebst mit deinem Schmierblatt die größten Themen an. Ich finde das so toll. Taktgefühl und Anstand sind nicht gerade deins. Ostauflage mit toten Kindern, schön auf Seite 1. Ihr disst alle Griechen, zur Hilfe sagt ihr nein. Für Hetzkampagnen darf man auch sein. Sehr schön, ja. Mit Populismus knallt ihr eure Zeitung voll. Angst ohne Ende. Die Bild, die titelt gern plump und hohl. Pferdeprimmel mit Erdcreme. Alles klar. Sie haben es sich bestimmt im Kalender rot markiert. Am 8. März ist Weltfrauentag. Oder wie es die Islamisten nennen, was ist das denn? Fakt ist, Frauen sind besser ausgebildet, verdienen dafür weniger. Die Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen übernehmen sie auch noch zum größten Teil. Dafür sind Männer aber heutzutage oft bei der Geburt mit dabei. Das hat sich geändert. Männer sind inzwischen bei der Geburt fast immer mit dabei. Da sagen aber viele Frauen, kannst du dir sparen, du musst nicht bei der Geburt dabei sein. Du warst ja auch schon bei der Zeugung nicht da. Manuela Schwesig wird nur sehr teilweise geklatscht hier. Interessant, ja, interessant. Manuela Schwesig will jetzt ein Transparenzgesetz einführen, damit Frauen wenigstens gleich bezahlt werden. Dann sollen alle Gehälter von Kollegen zum Vergleich in Erfahrung gebracht werden können. In vielen Betrieben gibt es das auch heute schon. Das heißt Teeküche. Männer haben es natürlich viel schwerer als Frauen. Natürlich, Männer haben es viel schwerer als Frauen. Frauen leisten mehr für weniger Geld. Was meinen Sie, was das Psychische mit uns Männern macht? Anlässlich des Weltfrauentages hier eine Information des Bundesmännerbeauftragten. Der Bundesbeauftragte für Männer und Gedöns informiert. Guten Abend, meine Männer und Herren. Am 8. März ist Weltfrauentag. Das heißt, der Weltmännertag, der ja traditionell vom 9. März bis zum 7. März dauert, geht zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen.
Mit 49% einer Gesamtbevölkerung bilden Männer hierzulande die größte Minderheit. Männer leiden seit ihrer Geburt unter einem Gendefekt. Sie haben nur ein X-Chromosom. Männer sind also quasi behindert. Aber dürfen sie deshalb auf dem Behindertenparkplatz parken? Nein. Hier besteht noch Handlungsbedarf. Außerdem wird das männliche Gehirn alle 10 Minuten von 40 Litern Testosteron geflutet. Und deswegen müssen Männer dann rumbrüllen und gefährliche Sachen machen. Wie zum Beispiel mit dem Motorrad ein Hochhaus hochfahren. Geil. Laut Statistik... Warte, jetzt fährt er wieder runter, oder was? Gibt's ja gar nicht. So geil, ey. Laut Statistik sterben Männer 5 Jahre früher als Frauen. Wenn Sie also ein gesunder 20-Jähriger sind, dann wissen Sie, mit ca. 77 sind Sie tot. Und die Frauen dagegen leben so locker bis 82 oder so. Und weil das so ungerecht ist, verdienen Männer 22% mehr Geld als Frauen und können sich so ihre letzten Lebensjahre noch ein bisschen schön machen. Alles in allem sind wir auf einem guten Weg. Zum Beispiel wurden inzwischen in fast allen DAX-Vorständen frauenfreie Männerschutzzonen eingerichtet. Also Kopf hoch, Männer, diesen Weltfrauentag, den überstehen wir auch noch. Vielen Dank, Jesko Friedrich. Echter Pelz verkauft sich besser denn je. Ist nicht paradox? Ist ein echter Pelz. Ist auch übrigens billiger als Kunstpelz inzwischen. Und verkauft sich besser denn je. Während man sich der eigenen Körperbehaarung immer gründlicher entledigt, erfreut sich das Tragen fremder Körperbehaarung ungebrochener Beliebtheit. Komisch, oder? Untenrum ein No-Go, obenrum total hip. Ich glaube, das inspiriert mich gerade zu einem Gedicht. Ja, mich dünkt, ich habe gerade einen lyrischen Moment. Erings lyrische Momente. Ein Pelz kann sein ein Rotfuchs, ein Bisam, Zobel, Nerz. Sein Träger stets nur eines, ein Drecksack ohne Herz. Ja, ehrlich, Pelze tragen ist doch ekelhaft. Man stelle sich das mal umgekehrt vor. Sie gehen in den Zoo und da sitzt im Käfig ein Chinchilla. Und das hat sich die olle Lederhaut einer 55-jährigen Zahnarztgattin um den Hals gewickelt. Ist doch eklig. Seit Jahrzehnten ziehen sich Promis wie Pamela Anderson und Cosma Shiva Hagen nackig aus, um auf das Leid der Tiere aufmerksam zu machen. Und was passiert? Nichts. Die Menschen kaufen weiter Pelz. Vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht ist diese Werbung mit schönen Menschen der verkehrte Ansatz. Vielleicht muss man es genau umgekehrt machen. Anzeigen von unsexy Promis pro Pelz. Sowas zum Beispiel. Ja, ich glaube, nee, das kann funktionieren. Ja, also ich würde mir gleich die Klamotten vom Leib reißen, wenn ich das sehe, muss ich sagen, um das abzudecken. Unser Reporter Tobias Schlegel hat sich gefragt, ob es Menschen eigentlich schwerfällt, für billigen Pelz ihr Gewissen komplett auszuschalten. Die Antwort, welches Gewissen? Ich bin heute als Pelzhändler Schlegel unterwegs. Auf einem Hamburger Wochenmarkt verkaufe ich schicke Pelzkleidung aller Art. Frisch importiert aus China, wo sich kein Schwein um Tierschutz kümmert. Deshalb sind unsere Pelze auch so schweinebillig. Wir sagen, spür das Tier auf dir. Echte Pelze, spottbillig, gerade reingekommen. Aus China. Echte Pelze? Oh, wie fürchterlich. Mich erschreckt eher das, was da steht. Wieso? Für sie macht sich jeder Nerz gern nackig. Ist doch ein cooler Werbeslogan, oder? Wir mögen Pelze gern. Meine Frau hat diverse, nicht? Ja. Aber zurzeit ist es ein bisschen umstritten, nicht? Umstritten? Pelzkragen ist doch wieder voll in Mode. Und die meisten davon sind sogar echt, weil es oft billiger ist als Kunstpelz. Wir tragen echten Pelz. Wie diesen hübschen Persianer hier. Warum soll man das nicht tragen, ne? Ne, kann man ja tragen. Ja, ja, eben. Natürlich. Diese ganzen hysterischen Tierschützer, ne? Ja. Haben wir halt aus China reingekriegt. Die machen das sehr billig, ne? Die haben ja da keine... So Tierschutz gibt's da halt nicht. Ja, 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 klar. Hm, ja. Genau. So schlimm ist Pelz gar nicht. Ein echter Nerzmantel, 40 Nerze.
kommt aus China, deshalb ist das auch so billig. Ne? Mhm. Da werden die Tiere eingepfercht. Und wie teuer ist das? Für Sie 80 Euro. Ich meine, China, ne? Ja, in China. Die haben halt keinen Tierschutz. Also meine, ja. Kann man nichts machen, da kann man auch den Tieren nicht helfen. Ja, das stimmt. Darf ich fragen, aus welchem Land kommen Sie? Aus China. Aus China kommen Sie, ja. Und wissen Sie, wo die Pelze herkommen? Aus China. Ja. Ja, aus Ihrer Heimat. Aha. Da ist ja nicht so viel mit Tierschutz, deshalb können wir das so billig machen. Und Sie wollen ja auch nicht, dass die Nerze umsonst gestorben sind für Sie. Das für mich ist egal. Ja, eben. Okay. Wir machen das ja natürlich ganz transparent. Ne? Also so werden die da gehalten in China, die Tiere. Mhm. Aber ist halt günstig und deshalb auch so der billige Preis. Ne? So, nur dass wir Sie informiert haben. Ne? Gut. Jawohl, da geht das gute Stück über den Tisch. Ach, und da haben wir ja auch schon eine Abnehmerin für unsere echte Fuchspelzmütze. Ja, die muss man einfach mitnehmen. Gucken Sie mal, der Fuchs war natürlich ein bisschen eingepfercht, ne? Wurde dann gehäutet und das ist jetzt die Mütze. Aber es ist Luxus. Und es sieht gut aus. Es ist, für uns ist das einfach nur, das muss sein. Na klar, so ein echter Pelz muss einfach sein. Danke, Tobi, und danke auch an Martina Hauschild. Permanent online sein ist heutzutage eigentlich völlig normal. 24 Stunden am Tag im Netz ist noch nichts Besonderes. Als internetsüchtig gilt erst, wer am Tag 32 Stunden und mehr online ist. Aber Vorsicht, das Netz ist gefährlich. Man muss ein paar Sicherheitsvorkehrungen beachten. Ich zum Beispiel akzeptiere grundsätzlich nur Cookies, die zuckerfrei sind. Ganz wichtig. Die meisten Gefahren lauern beim Online-Banking. Und da ist wichtig, dass Sie alle ein paar Regeln wirklich grundsätzlich beherzigen. Regel Nummer 1. Die Homepage einer Bank ist nicht vertrauenswürdig, wenn da Bank mit CK geschrieben wird. Zweitens. Wenn Sie per Mail aufgefordert werden, Ihre Bankdaten der eigenen Bank mitzuteilen, ist das entweder ein Betrugsversuch oder Sie haben eine sehr, sehr dumme Bank. Und drittens noch ein Tipp. Geben Sie zur Bestätigung von Online-Überweisungen grundsätzlich immer nur TAN-Nummern ein, die falsch sind. Mache ich immer. Dann kann damit auch keiner Schindluder treiben. Mehr Tipps zum sicheren Surfen jetzt von Oliver Durke und Jesko Friedrich. Der siebte Sinn. Sicher surfen im Netz. Wer kennt es nicht? Nach Feierabend möchte man gemütlich noch einmal zu wonnemöpse.de surfen. Das ist verständlich und ganz normal. Aber Vorsicht! Jede besuchte Webseite hinterlässt Informationen im Internetbrowser auf Ihrem Rechner. Andere Webseiten wie Facebook oder Google können diese Daten einsehen. Und irgendwann wissen die Datensammler in den USA alles über Sie. Hier helfen ein paar einfache Tricks. Erstens, benutzen Sie für jede Webseite einen eigenen Browser. Oder gehen Sie auf Nummer sicher und nehmen für jede Webseite einen eigenen Rechner. Am besten verteilt über die ganze Welt. Einfach und effektiv. Zweitens, überlisten Sie die Gesichtserkennungssoftware. Willkommen, Frau Merkel. Drittens. Lassen Sie Ihren Internetzugang von Ihrer gesamten Familie nutzen. Das macht Spaß und ist kinderleicht. Die Fülle an widersprüchlichen Informationen wird die Datensammler tüchtig verwirren. Eine auf Sie zugeschnittene Werbung sieht dann so aus. World of Senioren Warcraft. Jetzt neu mit Schminktipps für Teenies und tollen Auflaufrezepten. Wo ist meine verdammte Rheumasalbe? Und dann mit Käse überbacken. Und nicht zu viel Lippenstift. Sonst wird das billig. Viertens. Verhindern Sie, dass diese verfickten Datensammler Ihr Passwort knacken. Verwenden Sie nur Passwörter mit hoher Sicherheitsstufe. Wenn Sie Namen von Familienmitgliedern als Passwort verwenden, sind ein paar leichte Änderungen nötig. Lisa, hör mal zu. Dein Name hat irgendwie eine zu niedrige Sicherheitsstufe. Deshalb habe ich ihn umändern lassen. In L14Q38P Dollar Prozent Sternchen. Was? Ist einfach sicherer. L14Q38P Dollar Prozent Sternchen.
Essen ist fertig. Die Grippewelle grassiert immer noch. Ja, und eins ist mir aufgefallen. Früher wurde man bemitleidet, wenn man krank war. Heute bekommt man sofort Tipps. Ungefragt. Sofort. Ne? Einmal niesen, sofort Tipps. Ja, ich schwöre ja auf Salbei. Nur ich habe so chinesische Heilpilze, die helfen super. Nicht alle sind alternativmedizinisch orientiert. Es gibt auch die ganz klassische schulmedizinische Variante. Ja, ich nehme immer 5 Aspirin-Komplex aufgelöst in einem halben Liter warmem Bier. Meistens aber geht es um rein Pflanzliches. Und da macht eine Pflanze, also eine Wurzel, macht da in letzter Zeit ganz schön Karriere. Er war nie was Besonderes, er war einfach da. Scharf, aber relativ unscheinbar. Ich hab ihn immer gepflegt, ignoriert und nur mal im Ausnahmefall konsumiert. Doch letztens war ich dann mal richtig krank. Heute muss ich sagen, ja, Gott sei Dank. Denn so kam es, dass mir mein Freund Ingmar den Rat gab, versuch's mal mit Ingwer. Ja, Ingwer, 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 Ingwer. Ich ess immer Ingwer, auch wenn das nie mein Ding war. Ich trinke jetzt morgens auch nie mehr Kaffee, oh nee, lieber 3 Liter Ingwertee. Er hilft gegen Fieber, Entzündung und Schmerz, ist gut für die Seele und gut für das Herz. Ingwer hemmt die Blutgerinnung, Ingwer bringt dich beim Sex in Stimmung, Ingwer schützt vor Krebs und Ingwer hält wach, Ingwer hilft beim Umzug und deckt dir dein Dach. Ingwer hat Vitamine und Ingwer hat Witz, Ingwer hätt sogar Boris Nemtsov geschützt. Ja, Ingwer, 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 Ingwer. Ich ess jetzt immer Ingwer, auch wenn das nie mein Ding war. Sie kann nämlich alles, diese olle, super tolle Streberknolle. Ingwer, 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 Ingwer. Ich ess immer Ingwer, auch wenn das nie mein Ding war. Selbst nachts um 3 fragt mich der Ingmar, sag mal, wo kriegen wir jetzt noch Ingwer? Ingwer, 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 Ingwer. Ich ess immer Ingwer, auch wenn das nie mein Ding war. Alle anderen Gewürze macht der Ingwer nass. Da wird sogar der Bärlauch blass. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Jetzt geht's hier weiter mit dem Medienmagazin Zapp. Vorher wie immer neulich im Bundestag von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling. Wir sehen uns wieder übernächste Woche. Nächste Woche kann ich nicht, da bin ich auf dem Ingwer-Seminar. Bis bald.